Anna? Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Es war schwierig. Ich muss einen Umweg gehen. Wie so oft. Aber jetzt bin ich hier. Buongiorno, ich bin Paolo und ich zeige Ihnen heute, wie funktioniert Cha-Cha-Cha. Allora. Was haben wir, was hupfen Sie umeinander wie der Derwisch? Was machen Sie überhaupt noch hier? Sie wollen bloß nicht ins Kloster gehen, weil Sie Angst vor der Äbtissin haben. Über familiär geprägtes Äbtissinnen-Trauma. Die heißt dann Rohrbach, das hört sich schon an wie Rohrstock. Weil wichtig ist, dass in die Cha-Cha-Cha, weil Hüfte spricht die Wahrheit in Cha-Cha-Cha. Machen Sie doch mal die Gaudi leiser. Sport ist gesund. Und Tanzen ist wieder total in. Wie gesagt, die Wahrheit liegt auf den Hüften. Wenn das die Wahrheit ist, dann ist mein Bauch eine Notlüge. 1, 2, 3, Cha-Cha 1, 2, 3. Cha-cha, ein, zwei, drei, cha-cha, ein, zwei, drei. Der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi. Amen. Müssen wir ins Kloster? Aus jetzt. Der Leib Christi. Danke sehr. Lass uns doch ins Fenster eine fotografieren. Mach eine Fotoserie über die Schönheit der Pfarrhäuser in dieser Region, rein privat. Und die holt die Polizei ganz offiziell. Haben Sie was zu verbergen oder warum macht Ihnen die Kamera solche Angst? Ich will die Fotografie, sonst vergiss ich mich. Das ist Nötigung. Ich kann fotografieren, wo ich will. Nix hast du, du schleichst dich. Und sowas nennt sich Pfarrer. Ja, Pfarrer, aber nicht Fotomodell. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Ich muss noch mal los. Armin! Hast du mit irgendjemand Ärger? Nein. Ich hab grad draußen einen erwischt, der hat dich versucht, das Fenster zu fotografieren. Wo ist der Perverse? Perverse weiß nicht. Jedenfalls ist er ein professioneller Fotograf. Ich hab ihn verjagt. Ist da irgendwas? Keine Ahnung. Nein. Der Pfarrer ist nur neugierig, nicht im eigentlichen Sinne gefährlich. Keinen blassen Schimmer, worum es hier geht. Du bleibst aber dran, ja? Klar bleib ich dran. Bin immerhin weitergekommen als all die Flaschen, die Sie bisher engagiert haben. Verdammte Ansteige! Ich höre dich ganz schlecht. Was? Nein. Ich habe nur kein Netz und muss mich von einem Gerät aus dem letzten Jahrtausend terrorisieren lassen. Also, natürlich kann er uns irgendwann Probleme machen, der Pfarrer. Mit seiner Schnüffelei. Aber ich gehe ihm eben einfach aus dem Weg. Und der Mestina ist viel zu verliebt, als dass er irgendetwas merken könnte. Zufrieden? Ja, gut, bleib dran, ja? Gut, ich melde mich. Braun, aus dem Weg gehen. Mit Nonnen komme ich letztlich nicht klar. Meine Großtante, das war der Äbtissin.
Die hat die ganze Familie nur schikaniert. Hör mal bloß auf. Und jetzt? Jetzt muss ich schon wieder mit der Äbtissin zusammenarbeiten. Der Herr hat ständig Prüfungen für mich bereit. Vielleicht ist er ja ganz nett. Nett? Eher gibt's ein 11. Gebot oder das 6. Buch Moses, bevor der Äbtissin nett ist. Ich sag dir eins, Armin, der Herrgott hat schon genau gewusst, warum er keine Frauen am Altar will. Jakob, ich bin nicht glücklich. Wir hatten über die Position der Blumen gesprochen. Es gibt einen genauen Plan, den ich dir zweimal kopiert habe, zukommen lassen. Der war aber Mist, der Plan. Ein Kreis sieht doch viel schöner aus, nicht wahr? Es tut mir leid, aber ich muss auf der alten Position bestehen. Entschuldigung, Schwester, wenn ich Ihre Kreise da mal stören darf. Wir suchen die Äbtissin Rohrbach, wie müssen wir da gehen? Geh den Weg entlang und dann nach links, bitte. Vergelt's Gott. Vielleicht machen Sie dem Herrn Pfarrer auch einen Plan. Herein. Gott zum Gruße. Oh, diese stattliche Erscheinung, das muss Pfarrer Frauen sein. So ist es. Grüß Gott. Grüß Gott. Und wer ist der junge Mann an Ihrer Seite? Das ist mein Chauffeur, also genau gesagt mein Messner, der Armin. Ich habe einen Tee vorbereitet. Ja, wunderbar. Zunächst einmal ein herzliches Vergelt's Gott, dass Sie unsere ewige Professor als geistliches Oberhaupt begleiten wollen. Aber es ist doch selbstverständlich. Das ist der Höhepunkt im Klosterleben, das ist eine Ehre für mich. Bei der ewigen Profess gehen die Novizinnen die Vermählung mit Jesus Christus ein. Dies markiert den Übergang vom weltlichen Leben zum Leben als Nonne. Er kennt sich aus? Ja, das wundert mich auch. Was ist los, Armin? Du hast nämlich normalerweise nicht so mit Vermählungen. Herein! Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit auch. Das ist Johanna, unsere Subpriorin. Sie wird Ihnen in der Zeit der Vorbereitung und Proben zur Seite stehen. Hochwürden? Und das ist Anna, eine unserer Novizinnen, die der ewigen Profess schon mit großer Vorfreude entgegensehen. Ich habe das Gefühl, der liebe Gott beschert uns diesmal ein ganz außerordentliches Fest. Gute Nacht. Eins, zwei, tscha, tscha, tscha. Oh ja, steh mir bei. Polizei? Sie spannen, fotografieren Sie jetzt schon Klosterfrauen. Hey, was ist mit Ihnen? Halt, Polizei! Hände hoch und keine Bewegung! Ich will eine katholische Bibel. Verschärfter Vollzug mit Martin Luther. Der Mann ist kein gewöhnlicher Pfarrer, er hat schon immer einen Hang zum Verbrechen gehabt. Ach,
Und ist immer noch Pfarrer? Ja, denn er begeht keine Verbrechen, sondern erklärt sie auf. Tabernakel-Kolombo hat ihn die Presse schon mal genannt. Ach Gott, so ein Sonderling. Mhm. Und ein Mörder. Das wird man sehen, Charald. Charald, ist der Zeuge eingetroffen? Der verspätet sich etwas. Sie haben verstanden, was hier in dieser Zuführung passieren wird. Das habe ich verstanden. Herr Staatsanwalt, ich weiß, Sie neigen zu Ausschweifungen, also bitte in aller Kürze die Fakten. Dem Beschuldigten wird zur Last gelegt, das Opfer Hermann Ramstedt ermordet zu haben. Wir haben Zeugen, die am Vorabend des Mordes einen Streit zwischen dem Beschuldigten und dem Opfer beobachtet haben. Zudem findet sich in diesem Notizbuch des Opfers eine Eintragung, welche zeigt, dass Ramstedt dem Herrn Pfarrer lieber aus dem Weg gehen wollte. Das Opfer hatte Angst. Dann konnten die Fingerabdrücke des Beschuldigten an der Tatwaffe sichergestellt werden. Eine in der Nähe befindliche Polizeistreife hat ihn am Tatort quasi in flagranti erwischt. Zudem haben wir einen weiteren Belastungszeugen, der sich leid... Tut mir leid. Ich stand im Stau. Ah. Da ist er ja. Man fragt sich wirklich, wo die Leute hinwollen. Ach, Herr Pfarrer, wieder einen überführt. Schön wär's. Nehmen Sie doch bitte Ihren Hut ab und setzen Sie sich hin. Staatsanwalt Dahlheimer sprach gerade recht hoffnungsvoll über Sie. Ach ja. Ja, ja. Dieser Zeuge wird von dem schon pathologischen Hang des Pfarrers, sich mit Verbrechen aller Art zu beschäftigen, berichten. All dies nun stützt unseren Mordverdacht. Mord? Davon hat mir keiner was gesagt. Das ist ja der Hammer. Ich meine, der Pfarrer bringt doch keinen um, oder? In die Falle hau ich den nicht. Also, Herr Geiger, nehmen Sie bitte Ihren Hut ab und setzen Sie sich wieder hin. Ja. Des Weiteren... Was auch immer passiert sein mag, der Herr Pfarrer war es nicht. Ich beschwöre es, ich beschwöre alles. Was ist denn hier heute los? Wer sind Sie denn? Ich bin die Haushälterin von Herrn Pfarrer Braun. Das ist eine Seele von Mensch. Vielleicht ein bajuwarischer Dickschädel. Ja, ist ja gut. Aber Flieger was zu leiden. Aber tun Sie bitte ihm und sich selbst den Gefallen und setzen Sie sich hin. Ja. Herr Staatsanwalt, möchten Sie noch mal? Danke, mir reicht's. Wollen Sie noch was sagen, Hofwürden? Ich weise Sie darauf hin, dass Sie das nicht müssen. Immer noch Cha-Cha-Cha. Flamenco. Ich habe niemanden ermordet. So wahr mir Gott helfe. Das wird man noch sehen. Euer Ehren, ich stelle einen Haftbefehlsantrag. Ja, ich gedenke, dem Antrag des Staatsanwaltes stattzugeben. Hofwürden. Lehnen Sie weiterhin einen Rechtsbeistand ab? Der Herrgott ist mein Anwalt. Ich war nie ein fluchtartiger Typ, war immer fest verwurzelt in meiner Gemeinde, habe mir nie was zu Schulden kommen lassen. Und wenn ich im Gefängnis sitze, dann kann ich mich unmöglich entlasten. Deswegen, Euer Ehren, bitte ich Sie, mich auf Kaution freizulassen. Niemals. Nun gut, ich gebe dem Antrag des Staatsanwaltes statt. Ich erlasse einen Haftbefehl gegen den beschuldigten Pfarrer Guido Braun. Yes. Allerdings setze ich diesen aus Gründen der Verschonung außer Kraft. Gegen eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro. Die Sitzung ist geschlossen. Was ist nur in die Menschen gefahren? Satan hat mal wieder Hauptsaison, Mühlich. Und das ist unsere Chance, mein Bischof. Himmelrat? Ja, ja, natürlich. Was? Ich hätte es Ihnen von Anfang an sagen sollen, dann wäre es gar nicht erst so weit gekommen. Nein, das darfst du nicht. Wenn die Äbtissin oder wenn irgendwer aus dem Nonnenstift davon erfährt. Das geht nicht. Aber den Pfarrer weiter anlügen? Und für uns? Gibt's da überhaupt eine Chance? Ich brauche noch Zeit. Die hast du aber nicht. In 5 Tagen musst du dich entscheiden. Zwischen Gott und mir. Bitte versprich mir, dass du zu niemandem was sagst. Bitte. Okay.
noch nie so froh, Sie zu sehen, Exzellenz. Freuen Sie sich nicht zu früh, Braun. Mein lieber Guido, wo sind Sie da nur wieder hineingeraten? Ich kann nichts dafür, holen Sie mir bitte schon raus. Guido, haben Sie mir etwas zu beichten? Exzellenz, ich bin unschuldig, bin kein Mörder. Am liebsten würde ich Sie noch ein bisschen schmoren lassen. Aber wie sagt Mühlich, was für den Ruf unserer Kirche noch schlimmer ist als ein kriminalisierender Pfarrer, ist... Ein kriminalisierender Pfarrer hinter Gittern. So da ausnahmsweise haben wir im Leben recht, Herr Mühlich. Ui, 50.000. Dass Sie sich einmal pro Woche bei der Polizei melden müssen, wissen Sie. Kein Problem, ich ziehe sowieso nirgendwo hin. Der Pfarrer ist jetzt 50.000 wert. Passen Sie gut auf ihn auf. Das werden wir. Passen Sie lieber auf unser Geld auf. Armin, hast du mir nicht was zum Sagen? Nein, was denn? Wo schleichst du dich nach dem Sonnenstift herum? Ich kann auch hingehen, wo ich will. Gott sei Dank, Pfarrer, dass Sie wieder das. Ich bin ja so erleichtert. Und zur Feier des Tages, da koche ich uns mal was ganz Tolles. Braun, glauben Sie ja nicht. Sie hätten jetzt einen Freibrief. Obwohl ich auf so viele Gäste eigentlich nicht eingestellt war. Ich war auch auf vieles heute nicht eingestellt. Also, kriminalisieren Sie, aber diskret. Und ohne jedes Aufsehen, dass wir nicht hingeraten haben. Wir lassen Sie keine Sekunde mehr aus den Augen. Von allen Seiten umgibst du mich, o Herr. Was ist der denn? Weg, Exzellenz. Einfach verschwunden. Frauen! Sie führen sich auf wie ein Kind! Sie hatten mir zugesagt, die Reisekosten zu übernehmen. Sie erweisen uns einen derartigen Bärendienst und wollen auch noch die Hand aufhalten. Schämen sollten Sie sich. Herr Pfarrer, die wollen mich hier behumsen. Das ist doch lächerlich. Sie wollen dem eigenen Zeugen den Judaslohn nicht bezahlen. Was ist hier für ein Auflauf? Bruder, Herr Pfarrer. Na? Haben Sie doch etwas zu beichten? Normalerweise wird bei mir gebeichtet, aber Ihren Kollegen können Sie ins Gebet nehmen. Der weigert sich, dem Herrn Geiger den Judaslohn in Form der Reisekosten zu bezahlen. Stimmt das? Sehen Sie, ich dachte... Nein, bezahlen Sie den Mann und denken Sie nicht so viel. Zahlstelle Zimmer 212. Wem kann ich sonst noch helfen? Habe nichts anderes zu tun. Ich darf gerne einen Blick auf die Beweismittel werfen. Solange die Ermittlungen nicht abgeschlossen sind, dürfen nur Wahl- oder Pflichtverteidiger die Beweismittel einsehen und da sie sich selbst verteidigen. Den Beschuldigten können nur Auskünfte oder Abschriften erteilt werden. StPO, Paragraf 147, Absatz 7. So, noch Fragen? Verstanden. Servus. Wollen Sie so schnell aufgeben? Machen Sie der Polizei mal ordentlich Dampf. Ich will alles über diesen Pfarrer wissen. Was soll denn jetzt passieren? Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Ja gut, Gottvertrauen ist bei Ihnen Einstellungsvoraussetzung, aber im Moment lässt er Sie ganz schön hängen, ne?
Er lässt mich weiden auf grüner Au. Es gibt Riesenärger. Mehr Ärger, als ich schon habe, kann man eh nicht kriegen. Ist auch wieder wahr. Muss ich Ihnen eigentlich dankbar sein, dass Sie mich gegen diese weltliche Form der Inquisition unterstützen? Angebracht wäre es schon. Dann schönen Dank, Herr Geiger. Interessant ist ja, dass die Polizei im Umkreis des Tatortes weder eine andere Person stellen konnte, noch Hinweise auf jemanden gefunden hat. Was wollen Sie damit andeuten? Als Polizist muss ich in jede Richtung denken. Haben Sie eigentlich um die Uhrzeit gemacht, da bei den Nonnen? Respekt, Geiger. Respekt hin, Respekt her. Nach Beweislage fahren Sie lebenslang ein. Wissen Sie, was ich vermisse? Einen guten Anwalt. Nein, Fotos. Fotos? Der Mann war Fotograf und Detektiv, da müssen noch Fotos da sein. Wo sind die? Ja, im Hotelzimmer jedenfalls nicht. Das hat die Polizei auf den Kopf gestellt. Was mit seinem Auto? Was für ein Auto? Es gibt kein Auto. Sammelt die Autoschlüssel. Passiert ist. Ich hatte mich klar für diese Aufgabe qualifiziert. Maria, niemand möchte dir etwas wegnehmen. Doch, genau das. Herein. Anna. Was können wir für dich tun? Entschuldigen Sie bitte die Störung, Mutter Äbtissin. Aber ich sollte mich bei Schwester Johanna melden wegen der Weihe. Ja. Ja, natürlich. Wir besprechen das ein andermal. Was? Aber ich muss die Profess vorbereiten. Und ich will wissen, ob ich den Organisationskreis leite oder Schwester Johanna. Wir besprechen das ein andermal. Und ob ein angeklagter Pfarrer der Richtige für die Profess ist. Wie es einen bitteren und bösen Eifer gibt, der von Gott trennt und zur Hölle führt, so gibt es den guten Eifer, der von der Sünde trennt, zu Gott und zum ewigen Leben führt. Regel 72, 2 des heiligen Benedikt. Ja, Mutter Äbtissin. Es ist unsere christliche Pflicht, an die Unschuld des Herrn Pfarrers zu glauben, solange seine Schuld nicht bewiesen ist. Von der rechtsstaatlichen Pflicht mal ganz zu schweigen. Habe ich an ihr versagt? Sie ist jung. Sie möchte etwas erreichen. Ja. Wie schön, dass unsere ebenfalls junge Anna so ganz ohne Fehl und Tadel ist. Komm. Ui, schauen Sie, Geiger, da hätte man selber gar keine Serviette mitbringen brauchen. Ich wiederhole mich noch mal, das Entwenden von Beweismaterial ist total strafbar. Ach, das merkt doch keiner. Ja, weil ich meinen Schlüssel in die Tüte werfen musste. Wenn Sie das gleiche Modell fahren? Ja, wie viele andere auch. Aber sonst war keiner da. Geiger, machen wir die Probe aufs Exempel. Kann ich Ihnen helfen? Grüß Gott. Tut auf, die Tode der Gerechtigkeit, dass ich eintrete und dem Herrn danken kann. Geiger, Sie schauen noch, ich stehe Schmiere. Wieso denn ich? Ich bin der Mann Gottes. Sie doch in die Pfanne hauen sollen.
Oh, das ist alles. Eine Kamera gibt's nicht. Geiger, Sie werden ja richtig zum Bluthund. Mein lieber Guido, so geht das nicht. Sie können uns nicht einfach stehen lassen, wie dumme Jungs. Doch, doch, das kann er gut. Braun könnte ja fliehen, aber das ganze Geld weg. Geh, wo soll ich denn hin? Südamerika? Man liest ja so viel. Ist doch ein Graum, wenn wir um den Nachlass des Verstorbenen, des Ermordeten kümmern müssen. Da können wir nicht auflaufen wie Kaspar, Melchior und Balthasar. Über solche Dinge sollten Sie mich informieren. Bei Ermittlungen läuft nicht immer alles nach Plan, das weiß ich aus Erfahrung. Und hat der heilige Antonius Sie etwas finden lassen? Hier sind die Unterlagen des Ermordeten. Er hat über jeden und über jede im Kloster ein kleines Dossier angelegt. Mich auch, Rosshauptnerin. Vielleicht möchte einer der Herren mir zur Seite stehen? Herr Geiger! Hm? Vielleicht würden Sie, Frau Rosshauptnerin, zur Seite gehen, dass der Geiger endlich loslegen kann. Alles, Gentlemen. Muss ich schon sagen. Geiger, jetzt fahren Sie ab. Das ist die Äbtissin Carla Rohrbach, 62, Leiterin des Benediktinerstifts. Geschätzte Person, alle mögen Sie. Fair, offen, scheinbar ohne Fehl und Tadel, weiter. Hat was zu verbergen. Das ist jetzt Jakob Peistel, 53, Gärtner und Hausmeister des Stifts. Was hat er zu verbergen? Was versteckt er? Weiter. Schwester Johanna Miltenberg, 50, sehr geschätzt, gerade bei den Novizinnen. Wirkt auf den ersten Blick ruhig und mit sich im Reinen, hat aber irgendetwas zu büßen. Ein Bild tiefster Frömmigkeit. Weiter. Schrechgeiger, weiter. Schwester Maria Goldhagen, 37, will wahrscheinlich Äbtissin werden, Karrieristin, schnüffelt. Weiter, Geiger. Messner Armin und Novizin Anna haben eine geheime Beziehung, dadurch erpressbar. Was ist? Bitte. Verraten Sie sie nicht. Aufmachen! Aufmachen, Staatsanwaltschaft! Moment! Armin, mach auf. Tag. Schönen guten Tag. Sie halten uns vielleicht für blöd, aber das sind wir nicht. Wenn ich um die entwendeten Beweismittel bitten dürfte? Wovon sprechen Sie? Herr Geiger, ich nehme an, das ist Ihre. Mensch, wo haben Sie den denn her? Ich möchte das Ganze hier abkürzen. Wir wissen, dass Sie die Autoschlüssel ausgetauscht haben. Also, wenn Sie im Wagen des Opfers etwas gefunden haben, dann rücken Sie es besser sofort raus. Exzellenz. Geben Sie es ihm. Mühlich, nun geben Sie es ihm schon. Das ist alles? Mehr haben wir nicht. Was machen Sie eigentlich? Ja, Schattenraten. Mühlich, Sie sind dran. Ja, was ist das? Na, Mühlich, was ist das? Das ist doch nicht so schwer. Ein kleines Häschen. Richtig, Mühlich. Eigentlich war es ein Kaninchen, Mühlich. Ich habe Kopfschmerzen. Hey, Don Juan. Geh mal her. Hier ist ein persönliches Observationsprotokoll und ein paar Erinnerungsfotos. Danke, dass Sie uns nicht verraten haben. Warum hast du mir eigentlich nichts gesagt?
Ich konnte nicht. Armin, das Mädel steht vor einer schweren Entscheidung. Du hast da eine große Verantwortung. Ich zähle auf dich. Was ist das? Ein Briefumschlag. Ist das von hier? Na, das ist ein anderes Kloster. Ein Mord vor 30 Jahren, der da geschehen ist. Zeitungsausschnitte. Was will man denn mit Zeitungsausschnitten von einem Mord, der schon so lange her ist? Das habe ich mir auch schon gefragt. Was ich bräuchte, sind die Ermittlungsakten von damals. Aber ich glaube, das schafft keiner, die zu organisieren. Ja, aber das ist doch für mich überhaupt kein Problem. Da gehe ich über die hiesige Polizei, Amtshilfe, Sie verstehen? Geiger, wenn Sie das schaffen, dann kaufe ich Ihnen einen neuen Hut. Morgen hat er Ermittlungsakten von einer Dienststelle angefordert. Weiß ich jetzt nichts von. Kann noch dauern. Ich hab zu tun. Sobald die Akten da sind, rufen Sie mich an, ja? Jetzt geht's gleich los. Jeder zieht einen Zettel mit dem Namen seines Zielobjekts und findet raus, ob der oder diejenige ein Motiv haben könnte, den Rammstedt ermordet zu haben. Exzellenz, bitte. Mühlich, jetzt geht's los. Monsignore? Bin ich der Einzige, der es merkwürdig findet, dass ein Pfarrer zusammen mit seinem Bischof den Ermittlungsbehörden Konkurrenz machen will? Gut, Mühlich ist von der Ziehung ausgeschlossen. Also, wenn Sie nicht mitgehen wollen, dann könnten Sie ja auch hier mir zur Verfügung stehen. Wie meinen? Na ja, Sie haben eigentlich die richtige Statur für einen Eintänzer. Vielleicht ein bisschen hüftlahm, aber sonst... Exzellenz, warten Sie auf mich. Warum bekommen wir denn keinen Zettel? Das habe ich nur für den Mühlich und für den Bischof gemacht. Dass die zwar keinen Unfug anstellen, steht überall der gleiche Name drauf. Ja, und ich? Sie gehen in Klausur. Ach, ich will das nicht machen. Dann wollen Sie lieber einmal im Monat mit den ganzen anderen Schwerverbrechern im Knast besuchen. Also gut, aber nur unter einer Bedingung. Und das wäre? Ihr Schnupftabak. Was? Den brauche ich. Ihren Schnupftabak. Eine unerwartete Ehre, Herr Bischof. Sie können sich selbstverständlich das Stift in aller Ruhe anschauen. Vergelt's Gott. Wir würden gern die nächsten Tage an diesem friedlichen Ort verweilen. Sehr gern. Ich hoffe, Sie haben eine erholsame Zeit. Bestimmt. Das Foto möglich. Ja, wir freuen uns natürlich immer, wenn sich ein Mensch für das Leben im Kloster interessiert. Wenn es allerdings bei Ihnen, naja, etwas ungewöhnlich ist, dass Sie sich in Ihrem Alter noch für das Leben als Nonne interessieren. Aber gut, wichtig ist natürlich, dass Gott Sie zu uns geführt hat und nicht wann. Also, schauen Sie sich in dem nächsten Tag alles ganz gut an und... Ja, das werde ich. Von dem Fenster aus hat die Nonne den Rammstedt das letzte Mal lebend gesehen und hat dann sofort die Polizei verständigt. Wo mag der Mörder bloß hergekommen sein? Ja, vor allem, wohin ist er verschwunden? Es gibt ja nur einen Weg zurück und von da kam die Polizei. Er kann doch nicht durch Wände gehen. Vielleicht ist diese ganze Mördersuche im Nonnenstift ja auch der Holzweg. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht.
Haben Sie die Stelle möglich? Da drüben unter dem Fenster müsste sie sein. Dann schnell. Vielleicht kommt er gleich zurück. Also, Mühlich, legen Sie los. Womit, Exzellenz? Graben, Mühlich, graben. Ah. Detektivarbeit ist aufregend, nicht wahr, Mühlich? Oh, ich glaube, ich habe etwas. Mühlich, ich glaube, wir müssen noch etwas weiter graben. Gerne. Sehr gerne. Das ist die letzte. Sie gehen voran. Schon oder nicht? Sie wissen am besten, was ist, wenn man im Dunkeln tappt. Ich weiß ja nicht mal, wie wir hier reingekommen sind. Der Herr wird uns den Weg zeigen. Welcher Herr? Da ist was. Geht das nicht auch ein bisschen leiser? Machen Sie die Tür zu. Kirchenleute haben vielleicht keine Probleme mit verstaubten Angelegenheiten. Ich schon. Ganz schön praktisch, so ein Geheimgang direkt vor der Tür. Möglicherweise. Die anderen von dem Geheimgang gewusst. Was wollen Sie damit sagen? Irgendwie muss das Nonnenstift doch herausgekommen sein. Schnell versteckt sich. Herr Pfarrer. Schwester Oberin. Zu Ihnen wollte ich gerade, weil wir wollten ein paar Details besprechen über die ewige Profess. Aber warum kommen Sie dann nicht in mein Büro? Weil ich zuerst einmal die Klosterkirche mir anschauen wollte. Und das Kloster ist das reinste Labyrinth. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo Ihr Büro genau ist. Ach Gott, Sie sind ganz durcheinander wegen dieses furchtbaren Verdachts. Aber seien Sie versichert, mein Vertrauen haben Sie. Kommen Sie, hier geht's lang. Abgeschmackt. Das fehlende Messer ist die Mordwaffe. Kommen Sie. Hast du gehört, wie er damit umgehen kann? Lassen Sie uns ab. Jungfrauenweihe feiern. Das ist ein wahrhaft würdiger Rahmen.
Da haben wir ja den heiligen Benedikt. Der schaut auf jeden Fall anders aus, oder? Ja, aber wir leben immer noch nach seinen Regeln. Ja, wenn was richtig gut ist, das geht auch nie unter. Glauben Sie, dass man den wirklichen Mörder bald finden wird? Das hoffe ich in eigenem Interesse, weil für die Staatsanwaltschaft ist der wirkliche Mörder schon längst klar. Sie verstehen, dass ich diese Tragödie, den Frieden in meinem Nonnenstift nicht gefährden lassen möchte. Wir Benediktinerinnen dürfen uns hier nicht allzu sehr von weltlichen Dingen ablenken lassen. Sie werden am Telefon verlangt. Danke. Ja, lieber heiliger Benedikt, da hat in diesem deinem Haus anscheinend jemand vor lauter Regeln das fünfte Gebot vergessen. Der schwarze Steier macht gar nicht so alt, wie man vielleicht manchmal denkt. Ich war auch mal so alt wie du. Hast du dir schon einen Professspruch ausgewählt? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich hätte da vielleicht eine Idee. Et verbum domini in ore tuo verum est. Und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Ja. Ich dachte, das passt zu dir. Deine Ehrlichkeit ist eine deiner größten Gaben. Schwester Johanna, ich muss Ihnen etwas sagen. Ja, was denn? Ich habe einen Mann kennengelernt. Ich habe mich nicht zündig verhalten, aber ich bin verwirrt. Sei still. Was? Ich möchte nichts von diesen ekelhaften Verfehlungen hören. Deine Schwestern haben dich mit Liebe und Wohlwollen hier aufgenommen. Sie glauben an dich. Und jetzt trittst du alles, was uns heilig ist, mit Füßen? Schwester Johanna, bitte. Sei still! Das hört auf der Stelle auf. Ich will nie wieder etwas davon hören. Hast du mich verstanden? Abendessen wiederum ein gemeinsames Gebet, bevor dann um 21 Uhr die Nachtruhe beginnt. Den Schwestern steht es dann natürlich frei, weiter Gott zu danken. Aha. Ja, Sie können sich das also noch immer vorstellen. Ja, ja, ich bin eine sehr dankbare Natur. Wenn das nur alle wären. Ja, haben Sie noch Fragen? Was halten Sie denn eigentlich von dieser obstrusen Mordgeschichte? Also, ich will ja nicht neugierig sein, dann aber... Dann seien Sie auch nicht neugierig. Ehrlich gesagt, das ist mir total egal. Ich will Anklage erheben. Und wenn Sie nicht wollen, dass der Braun weiter frei rumläuft, dann geben Sie mal ein bisschen Gas mit Ihren Ermittlungen. Pfeife. Was ist das denn? Kennen Sie einen Kommissar Geiger? Ich werde die Akte weiterleiten. Staatsanwaltschaft, mein Name ist Scharold. Ich gebe dem Kommissar die Akte. Okay. Prima. Danke. Wir müssen der Polizei mehr Dampf machen. Mhm. Haben Sie irgendwas Erwähnenswertes gefunden? Nein, leider nichts. Wir hätten den Pfarrer wegen der Beweismittelgeschichte drankriegen sollen. Ich will ihn wegen Mordes einbuchten, nicht wegen so einer Lappalie. Mhm. Bring dich da mal richtig rein. An der Glaubwürdigkeit von dem Pfarrer, da hängt alles. Der sieht so harmlos aus. Mhm. Auf den fällt doch jeder Richter sofort rein. Mhm. Ja, reinknien. Mhm.
Das ist ja durchtrieben, Braun. Darf ich noch mal darauf hinweisen, dass das genau die Dinge sind, die Braun eigentlich nicht tun soll? Mühlich lassen Sie ihn gewähren. Wir kriminalisieren aus Notwehr. Warum soll man für die gerechte Sache nicht das Buch der Bücher hernehmen? Sie haben da was verloren? Oh, danke, das ist mir runtergefallen. Danke, Schwester. Ja, ich muss dann in die Sakristei. Buchwürden hier. Dankeschön. Herr Pfarrer, wir haben gleich eine Andacht. Vielleicht möchten Sie ein paar Worte zu uns sprechen. Wenn es gewünscht ist. Ach, ich bestehe darauf. Die Schwestern kennen Sie noch viel zu wenig. Das ist ja kein Zustand. Ja, ja, gehen Sie nur. Herr Scharold, wir haben da was gefunden. Das wurde auch langsam Zeit. Sie untersuchen den Wagen ja schon seit 2 Tagen. Na ja, der hat ein Geheimfach. Hier, eine Digitalkamera. Der Speicherstick ist noch drin. Ja, Abzüge machen. Geh klar. Eine sehr schöne Predigt. Dankeschön. Vor allem, dass Sie so sehr auf die Bedeutung von Wahrheit und Ehrlichkeit und Verantwortung gegenüber dem Nächsten eingegangen sind. Ich muss Ihnen sagen, Sie sprechen mir da aus der Seele. Ich hoffe nicht nur Ihnen. Nein, lieber Guido, ich muss sagen, sehr schön. Doch, doch. Aus Ihnen hätte noch ein richtig guter, normaler Pfarrer werden können. Das ist Ihnen ein guter Gärtner. Meine Herren, bitte. Guido, Sie stehen immer noch unter Mordverdacht. Ich wollte Sie schnupfen. Ich glaube, nehmen wir mal einen Priest. Vielleicht hilft uns das weiter. Ja. Was steht denn da? Ab Issus in Vocat. Ein Abgrund ruft einen anderen. 2 Bibelstellen. Johannes 1,6. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes Mühlich. Ja, ja, Johannes. Was will uns das sagen? Braun. Ich kenne in dem Zusammenhang keinen Johannes. Aber was bedeutet der zweite Spruch? Esther 1,17 folgender. Der ist mir jetzt nicht geläufig. Keine Wette. Mühlich, bitte schlagen Sie nach. 1,17,19 Esther. Denn es wird diese Tat der Königin allen Frauen bekannt werden, sodass sie ihre Männer verachten. Welche Tat? Wer ist die Königin? Braun. Hm? Um der Liebe Christi willen, Braun. Kriminalisieren Sie. Schon aus Eigenliebe, Exzellenz. Also darin kann ich nun gar keinen Sinn entdecken. Das beruhigt mich, Monsignore. Braun, ich glaube nach wie vor, der Gärtner ist der Mörder. Das werden wir gleich sehen. So, hier soll die kaputte Birne also sein. Moment. Was ist denn das? Geht denn da? Hallo? Hallo? Hey, da jemand. Frau, was machen Sie denn da? Wenn er der Mörder ist, kennt er den Mechanismus aus dem FF. Hey, Moment, Mann! Doch, quod erat demonstrandum. Jakob? Nein, versteck dich. Jakob? Jakob? Ich habe keine Luft mehr. Moment. Jakob, was machst du denn da drin? Mann, keine Ahnung. Die Tür war auf. Da bin ich rein, auf einmal fällt sie zu. Wussten Sie, dass es hier so einen Gang gibt? Nein, erstaunlich. Mach dich mal sauber, du bist ja ganz dreckig. Naja, Sie sind aber auch nicht so proper wie sonst. Was, ich ja? Ja, ich war auf dem Dachboden und hab was gesucht für die Profess. Ich geb dir was zu trinken. Kommst du wieder in Gang? Und, singst was? Nein. Eben.
die reinste Sklavenarbeit. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. So zitiert der heilige Benedikt in seinen Regeln die Schrift. Na, da müsste ich ja jetzt voll auf der Höhe sein. Ich habe Schwester Johanna schon lange nicht mehr gesehen. Sie ist beschäftigt mit der Professor. Ich dachte, das wäre Ihre Aufgabe. Wenn Sie erschöpft sind, dürfen Sie sich gleich gerne bei etwas Küchenarbeit entspannen. Vor dem nächsten Gespräch mit Gott. Mit mir redet ja hier eh keiner. Auf jeden Fall hat die Schwester Maria Klomwurst beharrt, dass sie war am Dachboden. Aber wo hat sie sich dann diese grässlichen Spinnweben auf ihre Schulter eingefahren? Ein richtig Netz aus Lügen spinnt sich hier. Mühlig, Sie sind der reinste Poet. Dann kommen Sie mal her, Sie Homer der Ordinariate. Wir gehen runter in den Hades. Das Licht geht nicht, Braun. Dieses Kriminalisieren ist doch nicht wirklich gefährlich, Braun. Keine Spur. Was war das? Ein fremdartiges, unheimliches Geräusch, Exzellenz. Ja, ja, danke sehr. Alles in Ordnung, Exzellenz? Ich muss raus, will ich. Sie sind mal große Hilfe. Sie haben nicht zufällig einen Schlüssel für diese Tür, Braun? Zur Küche geht's hier entlang. Ach ja, danke schön. Meine Hüften werden nie wieder die Wahrheit sprechen. Dieser Spüldienst. Rosshartl. Er spricht ja doch. Rosshartl, Sande herunter. Herunter. Ja, der Herr Bischof. Braun, mir reicht's. Müllig, wir gehen. Ich weiß nicht, was Sie so faszinierend finden am Kriminalisieren. So ein Mörder ist ja geradezu lebensgefährlich. Aber den Mörder, den finden wir nicht am Ende der Mörder. Ich habe was rausgefunden. Hier in diesem Gebäude gibt es einen Geheimgang. Das weiß ich ja. Woher wissen Sie das? Weil es die Schwester Johanna weiß. Ach, das habe ich nicht gewusst. Ha, wusste ich's doch. Das könnte Mörderwissen sein. Die waren auf dem Speicherstick von Ramstedts Kamera. Hatte er ziemlich gut in seinem Wagen versteckt. Ach. Was man mit diesen Spezialobjektiven auch noch nachts sehen kann, der Wahnsinn. Jedes kleine Detail. Was machen Sie jetzt damit? Die Frage ist, was Sie jetzt machen. Wie meinen Sie das? Wir werden Anklage erheben gegen Ihren Pfarrer Braun, das ist so gut wie sicher. Und ich werde Sie in den Zeugenstand rufen. Ja, nichts Dramatisches, nur ein bisschen berichten, was der Pfarrer denn so treibt. Dass er dem Verbrechen doch sehr zugetan ist und dass darunter die Gemeindearbeit leidet, ist doch ganz klar. Das können Sie vergessen. Ihre Bekanntschaft kann so ziemlich alles vergessen, was sie sich für ihr Nonnenleben so vorgenommen hat, wenn diese Fotos in die falschen oder die richtigen Hände geraten. Überlegen Sie es sich gut. Schönen Dank noch. Danke, Wiederschauen.
Hey Armin, woher des Wegs? Ich war einkaufen. Geiger und ich, wir gehen ins Pfarrhaus. Kommst mit? Nein, ich muss noch mal los. Bis später. Geben Sie nicht zu viel Geld für Schnupftabak aus. Die Akten sind bald da und Hüte sind teurer, als ich dachte. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn und in meinem Fall ist das die Amtshilfe des Herrn Geiger. Haben Sie die Meldeauflagen schon erfüllt? Oh, da muss ich noch hin. Hallo erstmal da oben. Ich weiß, ich spreche nicht so oft zu dir. Es tut mir leid. Also, es geht um Anna. Sie ist die wunderbarste Frau, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Und wir lieben uns. Aber sie will mit dir in den ewigen Profess treten. Davon möchte ich sie nicht abhalten. Aber warum schickst du mir die tollste Frau der Welt, wenn ich dich mit ihr zusammen sein kann? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Bitte, sprich zu mir. Oder gib mir ein Zeichen. Irgendwas. Das ist gemein, mit dem Pfarrer sprichst du doch auch immer. Anna, bist du das? Sie. Ich möchte nichts von großer Liebe und füreinander bestimmt sein hören. Für Anna zählt nur die Liebe zu Gott. Das ist ihre Bestimmung. Sie hat sich dafür entschieden. Woher wollen Sie das so genau wissen? Anna will sie nicht mehr wiedersehen. Ich bin nur hier, um Ihnen das zu sagen. Das glaube ich Ihnen nicht. Ihr Problem ist, dass Sie an gar nichts glauben. Sie müssen sie nicht beschützen. Aber bewahren. Kommen Sie nicht wieder hierher. Ganz nach vorne durchgehen und in die ersten beiden Reihen nach vorne. Nochmal bitte, es kann doch nicht so schwer sein. Es reicht. Ich finde, Sie haben das sehr schön gemacht. Ich finde, es braucht noch ein paar Durchläufe. Es reicht, Schwester Maria. Sie können sich setzen. Bitte? Ich will ja nur, dass alles klappt. Toll! Finde ich ganz toll, eure Parade. Diese friedliche, dieses harmonische. Wer sind Sie? Wenn man es nicht besser wüsste, man würde nie auf die Idee kommen, dass unter euch ein Mörder ist. Was Berserkens wie Christen verfolgen die Nonnenschar, was wollten Sie damit erreichen? Oh, das sage ich Ihnen gerne. Ich habe mein halbes Leben damit verbracht, den Mörder meines Bruders zu finden. Erst habe ich auf die Polizei vertraut, dann habe ich Detektive engagiert, hat aber alles nichts gebracht. Aber der Ramstedt, der war gut. Der hatte eine heiße Spur. Und diese Spur führt genau hierher. Sind Sie da nicht vielleicht etwas voreilig? 30 Jahre, wissen Sie, das hat so überhaupt nichts Voreiliges. Ich verstehe Ihre Verzweiflung, aber ich kann den Zusammenhang zwischen dem Verbrechen an Ihrem Bruder und diesem Nonnenstift hier beim besten Willen nicht sehen. Ja, dass Sie sehen oder nicht sehen, das spielt für mich keine Rolle. Wissen Sie, es wird endlich Zeit, den Mörder mit seiner Schuld zu konfrontieren. Mal sehen, ob er oder vielleicht auch Sie das aushält. Also, ob es Ihnen nun passt oder nicht, Sie werden mich ja nicht mehr los. Wir wollen Sie hier nicht loswerden. Im Gegenteil,
Ich biete Ihnen an, hier ein paar Tage bei uns zu wohnen. Jesus sprach, ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Sie werden sich davon überzeugen, dass es bei uns hier keinen Mörder gibt. Schwester Agnes, würden Sie dem Herrn bitte ein Zimmer zeigen? Es war ein großzügiges Angebot, unerwartet souverän. Sie müssen der neugierige Pfarrer sein. Das ist Braun, mein Name. Aber wissen Sie, was mich interessieren würde? Ihr Bruder, der ist nicht mehr nur im Kloster ermordet worden. Ja, ich sehe schon, der Ramstedt hat Sie richtig eingeschätzt. Aber wissen Sie, was ich überhaupt nicht glaube? Dass Sie der Mörder sind. Das trifft sich gut, wer braucht sowieso ein Entlastungszeugen? Naja, nehmen Sie es mir nicht übel, aber von dem Pfarrer hätte er sich nicht umlegen lassen. Der konnte nämlich die Kirche nicht ausstehen. Ich übrigens auch nicht. Wir haben ein paar Mal miteinander kriminalisiert. Wir waren uns immer einig, ins Gefängnis gehören die, die Verbrechen begangen haben und nicht die, die sie aufklären. Und jetzt, schickst du diesen Heiden, der alles durcheinander bringt. Ist das einer deiner unerklärlichen Wege, der mir die Lösung bringen soll? Herr, du musst mir helfen. Kann ich auf diesen Heiden vertrauen? Danke, Herr. Das ist ein Wort. Dann werde ich jetzt ein bisschen auf den Heiden aufpassen. Riecht gar nicht schlecht. Schauen Sie, man kümmert sich um mich. Herr Brache, Ihnen ist schon klar, wenn hier im Kloster Mörder rumläuft, dass Sie dann sehr gefährdet sind. Wenn der Mörder versucht, mich fertig zu machen, dann habe ich ihn wenigstens. Schmeckt übrigens gar nicht schlecht. Wollen Sie nicht doch ein Häppchen? Herr Brache, Sie sollten die Mörderhatz den Leuten überlassen, die sich damit auskennen. Einem Pfarrer und der Dorfpolizei also. Sie denken vielleicht, das ist mir nicht ernst, ist es aber. Das merke ich schon, dass Ihnen sehr ernst ist. Warum haben Sie so eine unchristliche Rachsucht? Also, ich denke seit damals, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute nur daran. Mein Bruder mag vielleicht kein untadeliger Mensch gewesen sein. Aber das hat er nicht verdient, mit eingeschlagenem Schädel auf einer Hundewiese zu krepieren. Ich will den Mörder finden, um jeden Preis. Bisschen Brot vielleicht. Na, danke. Vielleicht handelt es sich ja um einen Giftmörder. Dieser Brache weiß doch auch nicht, wer der Mörder ist. Das weiß aber der Mörder nicht. Er macht sich selbst zum Köder. Ein gefährliches Spiel. Und an diesen Köder müssen wir uns dranhängen. Wer soll das machen? Exzellenz? Nein, Braun, ich mag nicht mehr. Ich steige aus. Endlich. Ruhe tut Ihnen gut, Exzellenz. Ich wollte nur mal hören, ob wir uns immer noch einig sind. Ein klares Ja oder Nein reicht völlig. Ich kann jetzt gerade nicht reden. Sie wissen, was auf dem Spiel steht. Es gibt keine Alternative. Anna, was machst du hier, wenn dich jemand sieht? Warum willst du mich nicht mehr sehen? Was? Ich hab gedacht, du willst mich nicht mehr sehen. Das hat mir zumindest Schwester Johanna gesagt. Was? Wie kommt sie dazu? Aber vielleicht hat sie ja recht damit, dass wir uns nicht mehr sehen sollten. Warum sagst du sowas? Du hast doch deinen Weg eigentlich schon gefunden. Du hattest dein Leben lang nur ein Ziel. Und jetzt? Du bist mein Leben. Anna. Ich kann mich nicht zwischen dich und Gott stellen. Nein, ich glaub dir nicht. Sag mir, dass du mich nicht mehr magst und dann gehe ich.
Ich mag dich. Aber ich liebe dich nicht. Grüß Gott. Grüß Gott. Braun ist mein Name. Ich möchte die Meldeauflagen erfüllen. Ausweis. Bitte sehr. Schon öfter Ärger mit der Polizei gehabt? An sich nicht, außer mit dem Geiger. Ist ja witzig. Denn Kommissar Geiger hat mir letztens Post, obwohl es ja gar keinen mit dem Namen gibt. Ach, interessant. Was habt ihr damit gemacht? Zurückgeschickt? Nö. Einer von der Staatsanwaltschaft hat so viel mitgenommen. So, bitte. Staatsanwaltschaft? Dein Freund und Helfer. Ach, da ist er ja. Schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Sagen Sie mal, Schauwald, haben Sie nicht mehr alle? Sie unterschlagen hier Akten? Diese Akte wollte ich im Moment... Nee, Schauwald. Ehrgeiz von mir aus. Karrieregeil, nein, danke. Mensch, uns kann das ganze Verfahren um die Ohren fliegen. Sie Idiot. Das wissen Sie. Und das weiß leider auch der Herr Pfarrer. Na, und Sie wollen jetzt einen Deal? Ich will den wahren Mörder finden. In Anbetracht der Aktenlage halte ich immer noch Sie für den wahren Mörder. Wenn Sie meine Akten genau gelesen haben, dann wüssten Sie, dass ich schon einmal einen Mord aufgeklärt habe. Also, geben Sie nur ein bisschen Zeit. Na, von mir aus. Dankeschön. Sein Bruder ist damals auch vom Benediktinerinnenstift erschlagen aufgefunden worden. Die Polizei hat versucht, bei den Unterverhörden was rauszufinden. Und? Ja, nichts, ein eisiges Schweigen. Der Papst Pius XII. Im Dritten Reich war eine Kaffeekränzchen dagegen. Eine von den Nonnen war dringend tatverdächtig, eine gewisse Schwester Esther. Aber die Subpriorin hat ihr Alibi gegeben. Und weißt du, wer damals Subpriorin war? Da kommst du nicht drauf. Die Unsicher, die Äbtissin Rohrbach. Schau her, der alte Trick. Und der Täter ist drauf reingefallen. Sei Dank. Kein Giftmörder, ja? So sehen also Leute aus, die was davon verstehen? Wären sie nicht reingestürmt wie die Wilden, dann hätten wir ihn jetzt. Dann hätten wir sie jetzt. Nächstes Mal überhaupt mal, um ganz sicher zu gehen, wie das Messer bei Ihnen im Rücken steckt. Was haben Sie sonst noch vor?
Das kann ich Ihnen genau sagen. Morgen wollen sich ja einige junge Damen mit dem lieben Gott vermählen. Mal sehen, ob der Mörder die Nerven behält, wenn ich da vor all den stolzen Eltern und Anverwandten ein bisschen Rambo-Zambo mache. Gute Nacht, die Herren Spezialisten. In so einem Fall verzweifelt selbst der Menschenfischer, wenn der Köder denkt. Hier sind die Urkunden, der neue Profess. Sie liegen dann auf dem Altar und werden von den neuen Nonnen unterschrieben. Ah, das sind die Eheverträge, die unser Herr Jesus mit seinen Bräuten abschließt, weil er genau weiß, dass man sich in Sachen Armut, Gehorsam und Keuschheit nicht genug absichern kann. Brauen Sie Spötter. Vielleicht wollen Sie es noch einmal durchschauen. Jede neue Profess hat sich einen ganz persönlichen Ausspruch für ihre Berufung ausgesucht. Ein Abgrund ruft den anderen hervor. Sie sagen Sie mal, diese Kürzel hier, AG, Pri, 10, was bedeutet das? Das sind eher personalinterne Dinge. Jede Schwester bekommt für ihre Akte ein Namenskürzel. Das ist zum Beispiel Schwester Agnes, Schwester Priscilla, Schwester Zenobia. Selbst vor einem Nonnenstift macht die Bürokratie nicht Halt. Wo wollen Sie denn hin? Von mir tun sich Abgründe auf und die rufen mich jetzt. Aber die Zeremonie. Grüß Gott. Entschuldigen Sie die Störung. Ich müsste ein paar Worte mit der Novizin Anna reden. Hochwürden, das ist gerade etwas unpassend. Es dauert nicht lang, nur einen kurzen Moment. Wir sind gerade mitten in den Vorbereitungen. Das geht schon in Ordnung. Danke. Was gibt es denn, Hochwürden? Schwester Anna, ich bin Ihr geistlicher Oberhirte bei der ewigen Profess und habe bei Ihnen gelesen, Abyssus, Abyssum in Vocat. Ja, das ist mein Professspruch. Und? Das kommt mir mit Verlaub ein bisschen abgründig vor. Warum haben Sie den gewählt? Ach, das ist kompliziert. Und privat. Wollen Sie mir etwas erklären dazu? Ich hatte ja schon über andere nachgedacht. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, habe ich ihn eigentlich wegen Schwester Johanna genommen. Wegen Schwester Johanna? Wieso? Sie war in der ganzen Zeit die wichtigste Person für mich. Von ihr habe ich alles gelernt. Ohne sie würde ich mich nicht für das Leben als Nonne entschieden haben. Und weil sie diesen Spruch als Neuprofess gewählt hatte, wollte ich eine Freude damit machen. Sie hatte in der letzten Zeit nicht viel Freude an mir. Abyssus, Abyssum in Vocat ist aber auch der Professspruch von der Schwester Johanna. Ja. Danke. Von wegen will ich Bibelstellen. Das sind Seitenzahlen und Archivnummern und Namen. Abyssus, Abyssum in Vocat, Schwester Johanna, ein Abgrund ruft den anderen. Schwester Esther. Abgründe rufen Sie, Herr Pfarrer? Schwester Oberin, meine Abgründe kennt mein Bischof, aber Ihre Abgründe finde ich hier in den Akten. Wie meinen Sie das? Ihre Subpriorin, die Schwester Johanna, hat die Identität gewechselt. Die hieß früher Esther und diese Esther ist von Ihnen als verstorben gemeldet worden. Und diese Johanna alias Esther, Ihre Subpriorin, hat vor 30 Jahren den Bruder von Jürgen Brache ermordet. Sie hat sich gewehrt, als er sich an ihr vergehen wollte. Meine beste Schülerin. Ein starker, ein guter Charakter. Und so viel Mitgefühl für andere. Und dann hat sie sich verliebt. Aber dieser Kerl, der wollte nicht ihre Liebe, der wollte ihren Körper. Und als sie sich ihm nicht hingeben wollte, da hat er sich einfach genommen. Er hat sie vergewaltigt. Nur ein paar Meter von uns entfernt hat er sie in den Schmutz geworfen. Und da hat sie sich gewehrt. Hat einen Stein zu fassen gekriegt und ihm den Schädel zerschmettert. Dann war es ja Notwehr. Da hätten sie bloß zur Polizei gehen brauchen. Herr Pfarrer, selbst heutzutage ist es für eine Frau keine Selbstverständlichkeit, in so einer Sache recht zu bekommen. Vor 30 Jahren. Und diese Untat konnten sie 30 Jahre lang erfolgreich decken. Bis dieser Ramstedt auftauchte, dieser Privatdetektiv. 30 Jahre, nachdem aus Esther Johanna geworden war. Und dieser Ramstedt hat geschnüffelt, fotografiert, Fragen gestellt.
Und Sie wussten, Schwester Oberin, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis er alles aufdecken würde, stimmt's? Würden Sie das bitte unterlassen? Ich musste das verhindern. Und dann haben Sie Ramstedt ermordet. Dann hat mir der liebe Gott auch noch Sie als Hauptverdächtigen geschickt. Hey, Sie Spanner, fotografieren Sie für Klosterfrauen. Hey, was ist mit Ihnen? Was hat der liebe Gott? Wenn es nach Ihnen gegangen wäre, hätte ich die ewige Professie im Männerknast ablegen müssen. Ich habe es für Schwester Johanna und für dieses Nonnenstift getan. Haben Sie nicht bemerkt, wie die anderen Schwestern Johanna lieben und verehren? Wissen Sie eigentlich, wie vielen jungen Frauen sie den Weg zu Gott gezeigt hat? Es wäre eine Katastrophe, würde sie aus diesem Nonnenstift gerissen werden. Aber Mord ist doch keine christliche Lösung. Ja, ich habe gesündigt. Und nichts kann das rechtfertigen. Ich werde mich schuldig bekennen, aber lassen Sie Johanna hier. Hier, wo ihr Platz ist. Sie hat gesühnt. Durch ein gottesfürchtiges Leben. Bitte, lassen Sie mich noch an der Profess teilnehmen. Ja, lässt sich machen. Aber danach überstellen wir Sie der irdischen Gerichtsbarkeit. Und die Verantwortung vor Gott, die kann Ihnen sowieso niemand nehmen. Herr Brache, machen Sie nicht unglücklich. Sie hat meinen Bruder umgebracht. Herr Brache, Sie haben doch unten gelauscht. Sie haben es doch genau gehört. Die Schwester Johanna ist das Opfer, Ihr Bruder war der Täter. Das ändert nichts an seinem Tod. Das ändert auch nichts an seiner Schuld. Jetzt pfuschen Sie dem Herrgott nicht ins Handwerk, sondern legen Sie die Waffe weg. Kommen Sie. Wir bitten die Fürsprache aller Heiligen, dafür legt euch nieder. Erhebet euch. Schwester Anna, bist du bereit, bis an dein Lebensende am Vorsatz der heiligen Jungfräulichkeit festzuhalten und dem Herrn und seiner Kirche zu dienen? Ja, ich bin bereit. Bist du bereit, durch die Jungfrauenweihe unserem Herrn Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dich immer zu verbinden? Ja, im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Ich, Anna, bekräftige das Gelöbnis. Voll Freude nimmt die Kirche dein Versprechen entgegen. Dank sei Gott dem Herrn.
Lasset uns singen. Seht, was ich begehrte, schon sehe ich es. Was ich erhoffte, schon halte ich es. Ihm bin ich im Himmel verbunden, den ich auf Erden mit ganzer Hingabe liebe. Gott vergibt uns unsere Schuld, aber wer tilgt das Leid? Sie sind jetzt Äbtissin in diesem Kloster. Werden Sie Ihre Untergebenen auch um jeden Preis schützen? Gott hat uns Grenzen gegeben, die wir einhalten müssen. Gott gebe Ihnen Kraft für Ihr schweres Amt, Schwester Johanna. Gott schütze ihn. Mal wieder geschafft. Ja, Amen. Und dem bösen, krankhaften Ehrgeiz, dem Unguten, wird gerade eine gehörige Portion Demut verpasst. Was ist das? Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Der Mädel auch eine schwere Entscheidung gehabt, oder? Ja. Stolz auf dich. Sind Sie froh, dass das Verfahren gegen Sie eingestellt wurde? Über die Einstellung. Erwarten Sie keine Entschuldigung, ich mache nur meine Arbeit. Sprach der Henker zum Delinquenten. Freigabeerklärung für Pfarrer Braun. Ist in Ordnung. Meine Herren, ich verabschiede mich. Wer will? Den Koffer bekomme ich. Danke. Herr Pfarrer, hat man Sie rausgelassen? Ist ein neues Prof ist da drin. Ich hoffe, es war Ihnen eine Lehre, Braun. Ja, ja, das war's. Äbtissinnen sind und bleiben gefährlich. Braun, was kann ich tun, damit Sie in Zukunft nicht wieder in einen solchen Schlamassel geraten? Versetzen Sie mich weg aus Franken. Und Sie meinen, das kann helfen? Probieren wir's. Gut. Mühlich wird suchen und bestimmt eine fromme Gemeinde für Sie finden. Vergelt's Gott, Exzellenz. Mühlich, halten Sie den Koffer fest. Ja, klar. Ich bin ja so froh, dass man Sie nicht mehr für einen Mörder hält. Ja, und ihr? Das Leben hat Sie wieder. Wie wär's denn jetzt mal mit einem Tänzchen? Für solche weltliche Vergnügungen ist der Herr Geiger zuständig. Bitte schön. Ach ja, Herr Geiger, ich lerne jetzt Tango.
gleich meinen lieben, guten, alten Hut. Nur mit Hilfe des Allmächtigen und der Meldestelle sind die Akten überhaupt zu mir gelangt. Das Hütchenspielgeiger haben Sie doch verloren. Sie meinen, mir steht gar kein neuer Hut zu? Gott behüte, für das, was Sie geleistet haben, gibt es nicht einmal einen Zipfel haben. Den muss ich also nicht damit rechnen, dass Sie sagen, Herr Geiger, Hut ab. Wenn ich das sage, wird der Herr mich nicht mehr erleben lassen.